Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Elvib Bestwin. Und wir sprechen direkt mit Alize. Die Schlacht ist geschlagen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns erst einmal wieder im Sonnenstein sammeln? Alvino? Das ist sicher nicht leicht für dich, aber du weißt, dass die besten Heiler und Alchemisten eher Seas an Adenwalds Seite stehen und alles tun, um sein Leben zu retten. Du hast recht, Schwesterherz. Arnwald würde mich wahrscheinlich zusammenstauchen, wenn er wüsste, dass ich seinetwegen untätig dastehe und Trübsal blase. Außerdem haben Mitleid und Bedauern allein noch kein Problem gelöst. Das Leben geht weiter. Die Welt steht nicht still und wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Kehren wir in den Sonnenstein zurück. Ich sage Kriele Bescheid, dass wir auf dem Weg sind. Ein ausgiebiges Mahl und ein heißes Bad können auch nicht schaden. Das bringt mich vielleicht auch auf andere Gedanken. Ja, wir sind gerade alle hier. Natürlich, ich werde ihn fragen. Bis später im Sonnenstein dann. Wie es aussieht, trifft sich unsere Rückkehr ganz gut. Kriele hat auch Neuigkeiten für uns. Sie hat außerdem gefragt, ob du uns begleiten kannst, Sestinien. Warum nicht? Das ging ja leichter als gedacht, sonst muss man dich immer mit durch die halbe Welt nachjagen. Wenn ich ausgerechnet jetzt verschwinde, kann ich mich auch gleich ganz aus der Geschichte Eoseas verabschieden. Worauf warten wir noch? Auf in den Sonnenstein! So, dann zurück nach Mordona. Ich finde es interessant. Seit fast 10 Jahren spiele ich das Spiel und ich muss mich jedes Mal, wenn ich nach Mordona poste, erstmal kurz orientieren, in welche Richtung ich muss. Wie schön, euch zu sehen. Ihr seid sicher erschöpft und freut euch auf eine wohlverdiente Ruhepause. Aber kann ich vorher noch etwas mit euch besprechen? Dank Arenwald und Fordula kennen wir jetzt die Funktion der Türme, aber sie geben uns nach wie vor zahlreiche Rätsel auf. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, zu welchem Zweck die Primae überhaupt beschworen wurden und welche Verbindung zwischen den Türmen und diesem Gebäude in Galemalt besteht. Deshalb möchte ich vorschlagen, dass wir die Gelehrten von Schalayan um Unterstützung bitten. Es wird Zeit, dass sie ihren Teil zur Rettung Eoseas beitragen. Mit ihrem umfassenden Wissen könnten sie zweifellos einen wertvollen Beitrag leisten, wenn sie denn gewillt sind. Mir ist klar, dass sich Schalayan seit dem großen Exodus aus ihrer Kolonie strikt aus allen Konflikten anderer Länder heraushält. Aber die Türme der Endzeit und die dunklen Primae tauchen überall auf der Welt auf. Es geht hier um eine existenzielle Bedrohung des gesamten Planeten. Deshalb werden sie gewiss unserem Hilferuf folgen. Ich habe bereits die Zustimmung der Anführer der Allianz eingeholt. Wenn ihr auch einverstanden seid, reise ich umgehend nach Schalayan. Gedenkst du, diese Anfrage im Namen von Baldesions Gelehrten zu stellen?
Durchaus. Auch wenn unser Einfluss seit der Vernichtung unseres Hauptquartiers auf der Insel Wahl geschwunden ist, sollte es meinen Worten doch ein gewisses Gewicht verleihen. Außerdem möchte ich in Schalaya noch einer weiteren Sache auf den Grund gehen. Die Erzählungen über eure Erlebnisse in der ersten Splitterwelt haben bei mir Zweifel über Heidelin und die Gabe des Lichts geweckt. Mit Ishtula habe ich schon darüber gesprochen. Du bist von Heidelin gesegnet. Erinnerst du dich daran, wann sie zum letzten Mal direkt zu dir gesprochen hat? Das war... Im ersten Splitter hat sie nicht mit mir gesprochen. War es zur Zeit des Drachenkriegs. Richtig, damals in Asisla, als die Gabe erneut in dir erwachte. Doch im ersten Splitter blieb Heidelin stumm, selbst als du dich den ursprünglichen Ashians stelltest. Wir wissen, dass Heidelin die Kraft des Transzendierens wecken kann. Es kommt auch vor, dass sie ihren Willen direkt mitteilt und die Gabe des Nichts gewährt. Doch in letzter Zeit ist Heidelin nicht mehr in Erscheinung getreten. Zumindest hat sie sich nicht direkt an jemanden gewandt. Glaubt ihr, dass sie damit aufgehört hat, die Gabe des Lichts zu verleihen und ihren Schützlingen den Weg zu weisen? So scheint es zumindest. Krile und ich haben uns umgehört, aber niemanden gefunden, zu dem Heidelin in letzter Zeit gesprochen hat. Das Orakel des Lichts der ersten Splitterwelt war ebenfalls nicht Heidelin, sondern Minfilia. Richtig. Minfilia hatte sicherlich eine Art Verbindung zu Heidelin und wusste so vielleicht auch um ihren Willen. Aber sie war wohl nicht mehr als eine Botin. Was ist der Grund dafür, dass Heidelin nicht mehr zu dir spricht? Ist es ein Zeichen ihrer schwindenden Kraft? Oder stehst du nicht mehr in ihrer Gunst? Die Shalayana haben viele Jahre lang mit der Erforschung des Sternengrunds verbracht. Vielleicht können sie uns Antworten liefern. Mir fällt es offen gestanden nicht leicht, euch gerade jetzt zu verlassen. Estinien... Die Zukunft des Gestirns steht auf dem Spiel, und im Kampf gegen die Teleforoi zählt jeder Krieger. Ich weiß, dass du unser Angebot bereits einmal ausgeschlagen hast. Aber ich möchte dich bitten, deine Haltung erneut zu überdenken. Schließe dich uns an. Der Bund der Morgenröte braucht dich. Der Planet braucht dich. Ihr folgt hohen Idealen, die ich ehrlich gesagt nicht alle teile. Aber ihr lasst niemanden im Stich, der Hilfe braucht. Unermüdlich habt ihr gekämpft, um Ishgard zu retten und Alamigo zu befreien. Mir ist auch nicht verborgen geblieben, wie viele sich euch angeschlossen haben, weil sie an eure Ideale glauben. Doch Kämpfe fordern Opfer. Sowohl der Bund der Morgenröte als auch eure Verbündeten haben schwere Verluste erlitten. Es ist nicht leicht, dieses Leid zu erdulden und diese schwere Bürde zu tragen. Doch ihr gebt nicht auf. Ihr macht weiter, um jene zu retten, die Hilfe brauchen, um die Welt zu retten. Wenn ihr dabei meine Unterstützung braucht, dann will ich meine Lanze in eure Dienste stellen. Denn auch mich habt ihr gerettet. Danke, Estinien. Wir werden weder wanken noch zaudern und unseren Idealen stets treu bleiben. Das verspreche ich dir. Wunderbar. Da ihr jetzt kampfkräftige Unterstützung erhalten habt, kann ich ja beruhigt aufbrechen. Natürlich lasse ich mich gerne noch mit herzlichen Worten verabschieden. Ich gehe nicht davon aus, dass du in Shalayan in Kämpfe verwickelt werden wirst, aber die aktuelle Lage ist schwer zu durchschauen. Pass auf dich auf und lass uns alsbald Nachricht zukommen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Lebt wohl und bis bald.
Unterdessen im kaiserlichen Palast. Oho, sagt euch dieses Prachtstück zu. Oh je. Doch nicht nach eurem Geschmack, Majestät? Oder muss ich das als Warnung verstehen, weil mir Tollpatsch unsere Drachen abhanden gekommen sind? Wer versagt und dann auch noch frech wird, darf sich nicht wundern, wenn er einen Kopf kürzer gemacht wird. Sag schon, hat deine Verschwendungssucht unsere Pläne in Verzug gebracht? Aber nicht doch. Ich habe uns lediglich von unnützem Ballast befreit, eure Hoheit. Mit der frei und fröhlich durch den Himmel segelnden Tiamat ist es ohnehin schwer, die Drachen unter Kontrolle zu bringen. Sorgt euch bitte nicht. Die Saat ist gesät. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, wie sie gedeiht. Nicht wahr? Doch wie steht es um euch, eure Hoheit? Seid ihr bereit, die Kontrolle zu übernehmen? Das soll nicht deine Sorge sein. Dieses Reich wurde als Spielball der Ashians gegründet. Es wird mir zu Diensten sein. Ach, euer Pragmatismus ist Musik in meinen Ohren. Werkzeuge sind zum Benutzen da. Nutzen wir sie, um diesen Planeten zu vernichten. Doch ein Werkzeug, das gut in der Hand liegt, will mit Bedacht gewählt werden. Und meine Wahl fällt auf diese Schönheit. Oh, sieh an. Etwas altmodisch vielleicht, aber ja, ein angemessenes Symbol zur Erfüllung unseres innigsten Wunsches. Willkommen zurück. Während ihr auf der Jagd nach Luna Bahamut wart, war ich auch nicht untätig, wenn ich das sagen darf. Ich habe dafür gesorgt, dass beim Erscheinen der dunklen Primae die Staaten untereinander die neuesten Informationen austauschen konnten. Angefangen mit Grauer Felsen haben sich nun zahlreiche Abenteurerinnen und Abenteurer den Unterstützungstruppen der Stadtstaaten angeschlossen. Wer, wenn nicht der Bund, könnte den Kampf gegen die dunklen Primae am besten organisieren? Aber das ist nicht alles. Auf euch wartet eine üppige Mahlzeit und ein heißes Bad. Ganz wie bestellt. Ephemi war so freundlich und hat eure Unterkünfte vorbereitet. Ich glaube, wir haben uns alle ein wenig Ruhe verdient. Schließlich sind wir unablässig vor einer Ecke Iasias in die andere gehetzt, um unsere Pflichten zu erfüllen. Das ist furchtbar anstrengend. Und wenn wir ein wenig den Staub der Reise ausgeschüttelt haben, gibt es vielleicht auch schon wieder gute Nachrichten vom armen Arenwald. Mögen die 12 ihm eine schnelle Genesung bescheren. Also, seid so lieb und genießt wenigstens für einen Tag die weltberühmte Gastfreundschaft Tatarus, der talentierten Schatzmeisterin und guten Fee des Bundes der Morgenröte. Und bitte das Lächeln nicht vergessen. Erwib, du solltest dich auch ausruhen. Selbst die Kräfte der stärksten Abenteurerin sind begrenzt. Wenn es neue Entwicklungen gibt, werde ich es dich wissen lassen. Versprochen. Okay, dann sind wir mit dem ersten Teil der Main Story von Patch 5.5 durch. Jetzt kommt wie immer der optionale Content. Da fehlt noch der Abschluss der Schlacht um Verlet und der leider letzte Nirrit, also nicht leider letzte, sondern leider, dass ich den auch noch machen muss. Zum Glück der letzte.
Und dann geht's mit dem wahren Abschluss der Main Story von Shadowbringers zu Ende. Und dann sind wir schon bald in Endwalker. Ja, so viel zu dem, was die nächste Zeit passiert. Ach ja, nächste Folge gibt's ja auch noch eine Jobquest vom Schwarzmagier. Aber damit endlich bis dahin. Macht's gut.